بسم الله الرحمن الرحيم. يا إله لك يا إله الكون لك يا إله. Bevor du eine Nachricht zum Beispiel weiterleitest, du musst wissen, ob diese Nachricht erst richtig oder nicht. Wegen einer Nachricht oder wegen einem Wort, so viele Familien sind kaputt gegangen. Und wegen einer Nachricht auch, so viele Brüder sind auseinander gegangen. Und wegen einem Wort und wegen einer Nachricht, die auch nicht richtig ist, viele Kriege entstanden. Allah Azza wa Jalla قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق. Was ist, wenn Allah Azza wa Jalla uns gesagt hat: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم كافر. Das heißt, ein Fasik, ein Freveler heißt das, muss man Bayan auch von ihm haben, ob das richtig ist oder nicht. Aber die meisten Nachrichten, was wir bekommen, 90% sind von Kuffar. Nicht von Fussak, Kuffar sogar. Aber die Muslime, die folgen erstens blind, ohne Bayan, ohne Tabat, ohne Tahqiq, ob das eine richtige Quelle ist oder nicht. Es gibt heutzutage jetzt viele Brüder, die reden nicht miteinander. Es gibt einen Krieg hinter PCs. Krieg. Wallahi Krieg. Diese Kommentare. Die fangen mit Brüder und die gehen auseinander mit: Du bist Kafir und du bist auch ein Kafir. Fangen sie von an. Assalamu alaikum Bruder, wie geht's dir? Alles klar. Was sagst du über das Video? Ja, ich finde das nicht normal. Die sind so und andere auch so. Achi, musst du aufpassen, was du sagst. Du bist ein Mubtadi. Und der andere sagt: Nein, Achi, du bist jetzt, pass auf, du bist jetzt nicht mehr mein Bruder. Du bist ein Kafir für mich. Wegen was? Und diese Nachricht ist von wem? Von der Kuffar, subhanallah. Du bekommst eine Nachricht oder ein Video und dann sofort. Du stempelst die Leute. Die sind so, die sind Khawarij, die sind Kuffar. Wer hat dir gesagt? Warst du dabei? Hast du eine richtige Quelle, dass du beurteilst, dass ein Melek von der Zabaniyat die Zehen seinen Mund so mit, wer ist das, Hacke? Ha? Ein Hacke, ein Hacke, mit ein Hacke. Min huna ila qafa. Und von hier auch bis hier. Und wenn das hier gezogen ist, er wird wieder zurückkommen. Und dann wieder. Das ist sein Strafe ila in wann? Ila yawm al-qiyama. Das ist nur ein Strafe wie al-barzakh. Wenn er stirbt, er wird diese Strafe bekommen. Wa yawm al-qiyama ashad. In yawm al-qiyama, er wird noch schlimmer bekommen. Und da hat gefragt: Ja, ja, Jibril, men haula, wer sind diese Leute? Jibril a.s. sagte: Der spricht eine Lüge. Und diese Lüge wird überall verbreitet. Und jeder glaubt diese Lüge. Das ist seine Strafe in Yom Kiyam, subhanallah. Das heißt, ach, bevor du etwas sagst, denk an diese Strafe. Denk, dass Allah azza wa jalla dich sieht. Denk auch an Raqib. Denk auch, wegen dir kann sein, dass du viele Familien kaputt machst. Viel. Wallah, viele Familien sind kaputt gegangen durch solche Sachen, was wir machen. Sagt, ja, die sagen, ich habe gehört, ja, heute habe ich gehört, und dann sagst du auch weiter. Zahamu, ich habe gehört, die haben gesagt, der hat gesagt. Nein, Tabat, At-Tabat,
زيغوش الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صمت نجا. سبحان الله, من صمت نجا. Wenn du ruhig bleibst, das ist deine Rettung. Warum? Wenn du ruhig bleibst, danach kann sein, danach wird auch die Wahrheit kommen. Und sagt Alhamdulillah, ich habe nicht gegen diese Bruder geredet und auch nicht gegen diese Bruder auch geredet. Aber wenn du einfach nur über ein paar Brüder redest und danach kommt die Wahrheit, die Klarheit, was kannst du danach sagen? Nix. Hier muss man diese Hikma haben, diese Weisheit haben. Kein Kommentar. Dua machen, dass Allah Azza wa Jal uns sammelt, einigt.